Fertig. Das ist also die Drachenkrone. Es passiert nichts. Warte, da steht was geschrieben. Boah, das Ding ist ein Projektor. Der Träger der Drachenkrone beherrscht den Himmel. Mondprinzessin weckt den Thron. Doch nur königliches Blut öffnet den Weg. Was soll diese geheimnisvolle Sprache? Mann, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Napoleon sagte was von diesem Graf. Der Mann aus dem Palast. Ist Graf mein Vater? Nein, ich muss mich konzentrieren. Ich muss Marie zurückholen. Alles andere kann warten. Wir haben nur noch Zeit bis morgen Mittag. Wie überlisten wir Napoleon bis dahin? Das ist es. Kannst du eine Spur für mich aufnehmen, Fondue? Nur eine Person kann uns helfen. Charlie! Aber zuerst müssen wir sie finden. Sie? Sie? Sie ist Inspektor Vergiers Tochter. Ich dachte, Charlie ist so ein kleiner Dreikäsehoch Junge. Oh Gott. Vielleicht weiß einer der Polizisten, wo wir sie finden können. Also gut, morgen gehen wir zuerst zur Pariser Polizei. Aber dann müssen wir uns trotzdem beeilen. Aufstehen, Fondue. Nur noch wenige Stunden bis Mittag. Nächster Halt, Pariser Polizei. Na, hat der denn was zu sagen? Oh, verdammter Raphael. Oh nein, nicht du. Ich habe mit mir selbst geredet. Ich habe einen jungen Mann gebeten, auf meinen Laden aufzupassen, aber er ist einfach nicht aufgetaucht. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Der kleine Vagabund ist womöglich mit einer neuen Freundin durchgebrannt. Ups, war das heute? Na, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich mache es später wieder gut. So. Weiter, weiter, weiter. Na, hat die was? Was soll ich nur essen? Paris ist nicht nur die Stadt der Lichter, sondern die Stadt der Leckereien. Ein belegtes Brot vielleicht? Oh, oder Risotto, diese Auswahl. Iss lieber nix weiter. Das ist nicht gesund für dich. So, ein Piep-Piep-Piep-Matz haben wir ja schon. Aber wir hatten noch keine Katze, glaube ich. Na, was will der? Manchmal mache ich mir Sorgen um Inspektor Vergier. Seit seiner Jagd nach Phantom R hat er nicht einen Tag Urlaub gehabt. Ich kann ihn nicht enttäuschen. Phantom R könnte überall lauern. Ich muss die Augen offen halten. Ja, du solltest mal die Augen wirklich offen halten. So, ich bin noch beim Polizeihauptquartier. Ach nee, doch noch nicht. Das ist eins drüber. Ey, ich wollte eins runter, jetzt im Gegensatz dazu. Nichts los hier. Gehen wir besser zurück. Gut, dann wissen wir das schon mal. Na, was haben wir hier? Willkommen bei der Pariser Polizei und der Pariser Spitzentruppe. Oh Mann. Pardon, hast du etwas gesagt? Nö, aber ich hätte da mal eine Frage an die Pariser Spitzentruppe. Vielleicht kannst du ja helfen. Wir sind immer gern behilflich. Ich antworte, was ich kann. Wo kann ich Inspektor Vergier finden? Also, ey, jetzt tritt er schon als Phantom R auf und wird nicht erkannt, oder was? Sind die so schlecht? Wie verstehe ich das jetzt? Inspektor Vergier, bedauere, aber ich fürchte, diese Information kann ich nicht preisgeben. Ich bin ein ehrlicher, steuerzahlender Bürger von Paris. Habe ich nicht das Recht, das zu wissen? Er ist auf einem, Sondereinsatz, weißt du? Auch wenn er eigentlich gerade nicht arbeitet. Okay, du weißt das nicht von mir. Aber einer seiner Freunde eröffnet heute einen Laden und er wollte ihm Glück wünschen. Irgendwo auf der Champs-Élysées. Ein Kunstladen, glaube ich. Sein Freund soll ein berühmter Künstler sein. Die Champs-Élysées. Danke. Wusste ich doch, dass mir die Pariser Polizei eine Hilfe sein würde. Wir tun nur unsere Arbeit. Ist einer unserer Bürger in Schwierigkeiten, sind wir zur Stelle.
Und was hat der Bartenverschnitt hier zu sagen? Was soll ich nur Inspektor Verger melden? Ich habe nichts Neues über Phantom R rausgefunden. Wer du auch bist und was du auch willst, geh woanders hin, ich bin zu beschäftigt. Oh Gott, ist das schlecht. Das ist so schlecht. Warte mal, nee, hier sind bestimmt keine anderen Personen auf einmal als vorher. Und hoch. Die wieder, was hat sie denn? Hast du von dem neuen Kunstladen auf der Champs-Élysées gehört? Jeder, der was auf sich hält, geht dorthin. Ich muss auch mal hin. Ich halte ja was auf mich. Ja, was bitte? Ist hier was Neues? Was Verstecktes? Nö, dann kommen wir weiter. Na, was hat die denn? Grace. Mein Horoskop sagte, dass ein Kunstwerk in mein Leben treten würde. Und auf der Champs-Élysées eröffnet ein neuer Kunstladen. Dort werde ich nun hingehen. Am Eingang steht eine große Skulptur. Du kannst ihn nicht verfehlen. Aha. Ehrlich gesagt, die haben das in das gesamte Horoskop reingeschrieben, bei jedem Sternzeichen. Ein Kunstwerk wird in ihr Leben treten. Damit ist sichergestellt, dass die Leute auch in diesen Laden kommen. Ach Mann, nein, noch nicht. Ich will raus. Ah, der Typ. Sag bloß, der hat die Kunstwerke selber gemacht. So, gibt's hier nichts? Kein irgendwie Geschenk? Ich will Geschenke. Ich krieg keine Geschenke. Okay, dann gehen wir halt rein. Ich würde gern mal wissen, wie weit sind wir eigentlich schon so von der Rhythmusliste her? Bei 27, okay. Soweit ich weiß, hat das Spiel 50 Minispiele. Da habe ich vielleicht noch, dann sind wir vielleicht so bei der Hälfte angelangt. Hey, ist auch nicht schlecht. 5 Medaillen erhalten. Was war das? Ein Dinosaurier? Das war kein Dinosaurier, das war ein... Hört man. Ein... war das. Aber mehr auch nicht. So. Ah, Kundschaft. Willkommen in meinem Kunstladen. Ich habe dieses Geschäft eröffnet, um dem gewöhnlichen Bürger die Möglichkeit zu geben, ein ungewöhnlicher Bürger zu sein, indem er die Liebe zur Kunst entdeckt. Also, was kann ich heute für dich tun? Darf es ein Gemälde sein? Oh, du bist wegen Verger hier. Ich fürchte, du hast ihn verpasst. Er ist vor einer Weile gegangen. Wir sind seit der Universität Freunde, aber er hätte sich ankündigen sollen. Gute Umgangsform hatte er noch nie. Sein Kind ist in deinem Alter, weißt du? Ihr habt euch auch gerade verpasst. Charlie und Verger scheinen sich gestritten zu haben. Sah er in etwa so aus? Charlie war hier? Sie wissen nicht vielleicht, wo Charlie hingegangen ist. Ich glaube, ich habe was vom Place Vendôme gehört. Daher vielleicht auch das knallpinke Outfit von Charlie. Sehr schick. Pink? Das klingt aber nicht nach Charlie. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Sehen wir besser mal am Place Vendôme nach. Tun wir das, ja. Da lang. Was hat die zu sagen? Ein falsches Phantom R hat die Nachbarschaft terrorisiert. Er ist leicht vom echten Phantom R zu unterscheiden, aber trotzdem schnell und gefährlich. Was, wenn er mich klauen will? Wieso, bist du ein Kunstwerk? Hier war auch nichts weiter. Gut, Nachbarschaft terrorisiert. Wo ist er denn? Ich will den sehen. Was ist mit dem? Brauchst du einen Ballon von Maxims Ballons? Die besten Ballons der Welt, garantiert. Ich mach dir einen guten Deal. Oh, er ist Ballondealer. So. Wo wird Phantom R als nächstes auftauchen? Er wurde schon am Louvre, der Oper und in Versailles gesehen. Sein nächstes Ziel könnte überall sein. Hilft nichts, hier rumzustehen. Finden wir ein paar Antworten.
Du weißt nicht zufällig, wo Phantom R als nächstes zuschlägt, oder? Keine Ahnung? Na, die Chance war wohl nicht groß, was? Du willst wissen, ob ich ein Kind in Panik gesehen habe? In der Tat habe ich jemanden in Panik zu den Apartments am Ende der Straße gehen sehen. Ein Reporter vergisst nie ein Gesicht. Ha 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 ha. Wenn ich Phantom R wäre, würde ich meine Zeit nicht damit verschwenden, Kunst zu stehlen. Ich würde jedes 3-Sterne-Restaurant der Stadt plündern. Und da es in Paris so viele Restaurants gibt, wirst du die Polizei nicht mal, wo sie als nächstes gucken soll. Und bedenk doch mal all die Krabben, Lämmer und Täubchen, die ich essen könnte. Oh, schon wieder hungrig gemacht. Na klasse, ich will den falschen Phantom R noch finden. Ist da wirklich irgendwo einer? Upsa. Gehen wir doch mal hier runter, aber da wird auch keiner sein. Warum soll ich überhaupt wieder da runter? Ich dachte, ich soll in die Richtung. Anscheinend ja nicht. Ich gehe trotzdem mal hier gucken. Ah, da ist wieder Cha-Cha-Cha. Nee, ich glaube, der hat nichts Neues, denke ich. Und wenn doch? Ah, Michelle! Entschuldige, Person, die ich noch nie gesehen habe. Aber hast du ein... Hast du ein Kind in Pink hier vorbeikommen sehen? Ein Kind in Pink. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe jemanden zum Musée Rodin gehen sehen und er sah nicht glücklich aus. Danke. Diese Stimme klang aber vertraut. Ich will trotzdem mal wieder hoch und zwar will ich doch mal gucken, ob unser Freund hier noch einen neuen Rhythmus hat. Hola amigo, wo willst du denn so schnell hin? Ich bin ein musikalischer Retter und bringe den Funk zu diesem Fest. Du kannst mich Paul nennen. In diesem Land tanzen Affen und Bären regelmäßig zusammen. Ist nichts Besonderes. Magst du mitmachen? Ja. Was ist es diesmal denn? Tanz im Rhythmus. R29. Aha, also das heißt, wir haben wieder was Neues gefunden. Spür die Magie. Okay, wird gemacht. Oh Gott. Das kann was werden. Jetzt muss ich das Ding nämlich normalerweise wieder hochheben. Ich werde mich dazu mal ein bisschen weiter runter begeben. Ich knie hier gerade. Gut. Was ist das? Oh Gott, das war ja... Ich versuch's nochmal. Das war ja übel. Komm schon. Mal klappt das. Oh, weia. Oh. Oh, shit. Ey, ist das schwer? Ich fass es nicht, es gibt tatsächlich mal so ein richtig übles. Schwierigkeit, was sagt die? Was sagt die Schwierigkeit in dem Spiel? Oh ja. Da fand ich ehrlich gesagt den Kampf mit Napoleon noch viel, viel einfacher, obwohl die Schwierigkeit auch so in der Richtung war. Ich schaff's einfach nicht. Ich glaub's ja wohl nicht. Das ist zum Glück ein optionales. Mach ich's nochmal? Warte mal. Ja, Fortschritt speichern. Was heißt eigentlich hier Hauptmenü? Fuck. Ich glaube, damit mache ich auch erstmal Schluss für heute. Das war ja jetzt wirklich schlimm. Oh wei, oh wei, oh wei. Okay, wir sehen uns dann erstmal bei der nächsten Aufnahme wieder. Ich werde versuchen, das Ding noch ein bisschen zu üben, bis ich es dann schaffe. Und dann geht's weiter. Tschüss.